So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, da steht sie. Ich denke mal, einige haben das schon mitbekommen von meiner Story, Insta-Story. Der Motor ist draußen. Ja, leider. Ich hatte ja Zylinderkopfdichtungsschaden. Dachte mir, ja komm, mach mal schnell. Dann kann ich gleich noch Kolben wechseln, Zylinder holen lassen und so. Aber, ja, sieht nicht so gut aus. Muss ich sagen. Ich hatte hier mal einen neuen Stehbolzen reingedreht. Jetzt zeige ich euch mal, was ich für eine Kacke gemacht habe. Also ich habe den reingedreht und dann, ich weiß nicht, ob ihr das Werkzeug kennt, aber das ist wie eine Nuss. Ich spann die ein und dann könnt ihr den Stehbolzen reindrehen und dann bin ich unten schon angestoßen, habe es nicht geblickt. Aber das war nicht der Fehler, sondern einfach nur die Zylinderkopfdichtung, wie man hier sehen kann. Oder auch hier. Also ich hatte Verbindung zum Kühlkanal und das war komplette Katastrophe. Die ist mir immer überhitzt. Mir ist der ganze Piss aus dem Überlauf auf den Reifen gelaufen. Ja, und irgendwann war alles voll mit Kühlmitteln. Dann dachte ich mir, nee Mann, jetzt ist es einfach zu gefährlich zu fahren. Macht keinen Sinn mehr. Mir hat es auch den Deckel weggesprengt vom Ausgleichsbehälter. Also wer da noch einen hat, zufällig, der kann mir gerne schreiben. Ja, sonst steht sie echt noch gut da, bisschen rost, aber das ist ja ganz normal, würde ich jetzt mal sagen, hier hinten. Ich bin ja auch ab und zu im Salz gefahren, sieht man jetzt kaum. Aber naja, alles gut. Den Rost, den werde ich beseitigen, werde alles schön wieder schön machen. Aber sonst werde ich da nicht mehr viel dran machen an der Karosserie. Weil sonst eigentlich alles top ist. Gabel habe ich jetzt gerichtet, also steht wieder alles gerade. Die war nur ein bisschen verspannt. Zylinder, ich zeige euch einfach mal alles. Ich denke mal, das interessiert euch. Ich werde euch dann da auch immer mitnehmen. Den werde ich selber aufbauen. Also ich kenne Motorenbauer, vielleicht werde ich mit dem da was überlegen. Ja, ich zeige es euch einfach mal, die Komponenten, die Bauteile. So, Zylinder. Finde ich, sieht noch gar nicht so schlimm aus. Also nicht so schlimm als erwartet. Klar, wir haben Riefen. Man merkt es ja auch, aber ist noch halb so wild. Also ist schon scheiße, aber halb so wild. Ihr wisst das ja, ihr kennt das ja, Kolben. Der hat jetzt 37.000 Kilometer. Man hat anscheinend schon mal alles gemacht. Weiß ich gerade echt nicht, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich denke mal schon. Aber der sieht auch noch gar nicht so schlimm aus. Ein paar Riefen, auch halb so wild. So, Kurbelwelle. Wie man sieht, ist die mal ziemlich heiß geworden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt der Kurbelwelle was ausmacht. Aber ich denke mal, das Bläuel ist auf jeden Fall hinüber. So darf sie ja Spiel haben, aber so ein Hürdenspiel, also Hürdenspiel merke ich nicht. Aber auf jeden Fall wird da auch ein neues Bläu reinkommen. So. Ja, man hört die Lager. Die Lager sind auch am Arsch. Alles am Arsch. Hat man auch gehört, als sie noch lief, dass die Lager auf jeden Fall nicht mehr die besten sind. Ich bin ein bisschen genervt, weil es kostet ja alles so viel Geld. Und die EXC muss ja auch noch gemacht werden. Deswegen weiß ich gerade nicht genau, was ich machen soll. Ich habe jetzt mal ein paar nach einer Kooperation gefragt, aber hat sich leider noch keiner gemeldet. Eine Absage habe ich schon bekommen von Weber. 2017 habe ich eine Zusage bekommen, aber da war dann, ja, Polizei war da schon am Start. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eigentlich zurzeit gar keinen Bock, das zu machen, weil Wetter wieder perfekt. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen schlechter. Ich hoffe, ich bekomme das dann da alles hin. Ich wollte es jetzt euch einfach mal kurz zeigen. Bin jetzt auch nicht so gut drauf. Tut mir leid. Und noch eine Frage. Also ja, die Powerwalze, die sieht auch nicht mehr so lecker aus. Muss ich mal ein paar Kenner fragen, ob ich da... Weil die hat schon auch ein bisschen gefressen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so arg schlimm ist. Und man hat hier zwei Stifte drin, so zwei Bolzen, damit die zusammenhalten. Und ich weiß noch damals, als ich den auseinandergebaut habe, dass einer gefehlt hat. Habe ich trotzdem zusammengebaut und jetzt fehlen beide.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob, also es, die war trotzdem normal zusammen, also es hat schon gepasst, aber das ist natürlich nicht richtig. Da wollte ich euch fragen, die Kenner, die DT-Kenner, ob das arg schlimm ist und ob ihr vielleicht so, solche Stifte habt, weil ich habe, glaube ich, keine gefunden im Internet. Sonst muss ich mir da selber irgendwas bauen. Falls ihr Teile habt, irgendwie irgendwas, wo ich gebrauchen könnte, oder Empfehlungen, was für ein Bläu, Kolben, Lager, dann schreibt es mal rein. Wenn ihr irgendwie Motorenbauer seid oder sowas macht, dann schreibt mir, macht mir ein Angebot. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dankbar. Ich laber jetzt auch gar nicht mehr so viel rum. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Video drüber machen, wie ich den dann langsam anfangen werde zu zerlegen. Und das wird dann auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Jetzt nur mal, dass ihr so wisst, was so abgeht, warum keine Videos kommen. Also ich kann ja, ich habe ja gerade absolut nichts zum Fahren. Deswegen kommen auch keine Videos. Falls ihr in der Nähe von ja, Landkreis Biberach wohnt und vielleicht eine A2-Maschine für mich habt, am besten Supermoto, dann könnt ihr mir schreiben. Dann kann ich damit mal ein Video machen, wenn es was Nices ist. Ich habe schon ein bisschen Bock, das alles aufzubauen, aber gerade einfach nicht. Einfach keinen Bock. Also ich würde sagen, haut rein. Ich gebe mir echt Mühe, mehr Videos zu machen, aber ihr seht ja, bisschen schwierig. Jetzt muss ich ja schon mal überlegen, was ich mache, was die günstigste Variante ist, aber auch die beste. Ihr könnt mir da ja helfen. Und was ich nicht, also was ich nicht machen will, ich will den eigentlich nicht irgendwo einschicken und sagen, hey, gib mir einen neuen. Also was ich will den selber aufbauen, weil dann kann ich Videos machen und ihr wollt es bestimmt sehen. Ich bin da kein Profi drin. Ich habe den XC-Motor schon mal gemacht, komplett. Nicht meinen, sondern es war übers Geschäft. Hat geklappt, also kam nicht mehr zurück, war alles wunderbar. Bloß DT ist jetzt halt wieder was anderes bestimmt. Aber da gibt es bestimmt ein paar da draußen, die mir helfen können. Also ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. So schön wie sie ist. Sie ist so schön.